Herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer. Warum, wieso, weshalb, was dahinter steckt, welche Gedanken wir haben. Mal wieder so ein kleiner Vergleich, vielleicht wie ich es damals mal in irgendeinem Frankreich-Urlaub schon mal ansatzweise angefangen hat. Vorteile, Nachteile und für uns halt subjektiv Vorteile, Nachteile. Kommen vielleicht in diesem Video raus, wir werden es mal sehen. Wird auch kein Urlaubsvideo, sondern dieser Teil wird, denke ich, nur ein Wir fahren mit dem Wohnwagen und wollen unser Wohnmobil vielleicht verkaufen Video. Ein paar Gedanken zu dem ganzen Wohnwagen-Geschichten-Ding. Wieso posten wir jetzt Bilder mit Wohnwagen? Woher kommt dieser Wohnwagen? Wieso verkaufen wir unser Wohnmobil? Haben unser Wohnmobil nicht? Machen schon nur noch Urlaub mit Wohnwagen? Stand ist jetzt, dass nach dem Tod von meinem Vater meine Mutter nicht mit dem Wohnwagen logischerweise alleine mehr wegfahren möchte. Wir haben jetzt also das Wohnmobil zum Urlaub machen und wir haben einen Wohnwagen zum Urlaub machen. Und dementsprechend kam uns die Idee, naja, wir probieren das jetzt einfach mal, wie ist es denn mit dem Wohnwagen Urlaub zu machen? Langt uns das? Passt es mit dem Wohnwagen? Oder bleiben wir doch beim Wohnmobil? Also noch haben wir das Wohnmobil nicht verkauft, das steht auch noch bei uns zu Hause. Wir haben es mal reingestellt, mal gucken, was man dafür Geld kriegen könnte. Im Moment ist der Markt ja so enorm preismäßig, dass man da einen Haufen Geld entweder für Wohnwagen oder Wohnmobil kriegt. Für welche Kombination entscheiden wir uns? Das ist also ein reiner Luxusgedanke jetzt. Wie machen wir denn weiter mit unserer Art von Urlaub? Was passt subjektiv für uns einfach, für unsere Familie, für unsere Situation, für unsere Art Urlaub zu machen? Und wir haben so oft auf Reisen Städte ausgelassen, dass wir dachten, ja gut, mit Wohnwagen hättest du dann mal die Chance, fährst auf den Campingplatz und kannst mit dem Auto einfach in der Stadt fahren. Und da gibt es ganz viele Vor- und Nachteile, mit denen wir uns jetzt beschäftigt haben, was denn in der Zukunft für uns sinnvoll wäre, in der jetzigen Situation gerade, in der wir uns befinden. Und dazu gibt es mal in diesem Video völlig durcheinander, völlig chaotisch, einfach ein paar Gedanken, was uns da so durch den Kopf geht. Also wenn ich jetzt hier so sitze, muss ich sagen, habe ich ein ganz anderes Raumgefühl als im Wohnmobil. Es kommt mir viel, viel größer vor. Jetzt nicht nur die Sitzecke, sondern auch, wenn ich jetzt da in den Raum gucke, die Küche kommt mir größer vor, kommt mir ordentlicher vor, kommt mir leichter vor aufzuräumen. Ich habe mehr Abstellfläche, ich habe mehr Platz in den Schränken gefühlt. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, ist der Schrank mit dem Mülleimer. Also dieses Ausziehding, wo du dein Mülltrenn-Dingens hast und der Schublade. Das fand ich echt cool, aber ansonsten finde ich es hier vom Raumgefühl viel, viel größer, auch wenn du eigentlich weniger Platz hast. Ich habe gut geschlafen. Ich hatte nicht diese Schränke über dem Kopf, was ich im Wohnmobil immer habe. Dass ich da einfach immer, wenn ich mich umdrehe, gefühlt mit dem Kopf oben anschlag, hinten im Heckbett. Das hatte ich hier nicht. Fand es kuschelig, auch mit der Finja, die dann reingekrabbelt ist, war noch genug Platz. Und auch das Fernsehen abends war echt kuschelig. Es folgen jetzt also sinnlos durcheinander irgendwelche Gedanken, die mir uns durch den Kopf fliegen. Ein Gedanke ist, unter dieses Abwasserteilchen, Schläuchchen, Ausgangding, muss ein Eimerchen oder so ein Wägelchen, den wir haben beim Wohnwagen. Was hatten wir beim Wohnmobil? Einen 100 Liter Abwassertank, wo wir uns keine Gedanken müssen, wie viel da reinpasst im Grunde, was damit passiert, sondern das Ding zugemacht, damit gefahren. Und wenn man mal irgendwo ist, wo man das Ding ablassen kann, hat man den Abwassertank leer gemacht. Mit dem ganzen
Duschwasser, Spülwasser, Zähneputzwasser und so weiter, was man halt benutzt hat. Ist beim Wohnwagen also doof, weil man hier gar keinen Abwassertank hat und immer was runterstellen muss. Was gehört zum Abwassertank natürlich dazu im gleichen Erwähnungsmoment? Der Eingang hier, der Frischwassertank. Was haben wir im Wohnmobil? 120 Liter Frischwassertank. Damit können wir eine Menge anfangen, müssen wir uns auch nicht großartig Gedanken machen, obwohl der andere auch schon aufgerüstet haben mit Wassertank und mehr brauchen. Wenn wir jetzt unterwegs sind, wir duschen ja nicht zu fünf jeden Tag oder sonst was. Also das mit diesem 120 Liter kommen wir schon ein paar Tage hin, da haben wir nie Bedenken gehabt mit irgendwas. Ja? Hier im Wohnwagen haben wir allerdings nur einen knappen 40 Liter Frischwassertank. Und das langt also wirklich nur, da ist mit Duschen nicht mehr viel möglich. Das langt zum Kochen, zum Spülen hier und da mal und sich die Hände zu waschen, aber dann war es das auch schon. Ja, Toilette. Hier ist ja die Toilettenkassette drin. Das nimmt sich bei uns nichts. Also da gibt es ja verschiedene Varianten, aber da haben wir in unserem Wohnmobil auch nur die ganz normale Kassette drin. Die hat uns am meisten Probleme gemacht, wenn wir autark unterwegs waren. Wohin immer mit dem Klo? Also das war eher ein Problem, wenn wir mal in Schweden ein paar Tage autark unterwegs waren. Was machen wir mit dem Kloinhalt? Wohnwagen hat denselben Kloinhalt, deshalb ist da für uns kein Vergleich vorhanden. Eine Schwierigkeit, die ich also noch am meisten sehe, beim Wohnmobil haben wir eine riesige, also da haben wir nicht nur Klappen zum Rausziehen auf der einen Seite, Klappe auf der anderen Seite zum Tisch und Stühle und als Unterbringen und dann auch noch die riesen Garage, wo wir alles Mögliche mitgeschleppt haben. Was haben wir hier? Hier haben wir nur eine Klappe. Kommt man von innen unter dem Bett dran oder von hier außen über den Zugang. Einmal ganz durch, aber man erkennt es ja schon, da passen jetzt also die fünf Stühle rein, der Tisch rein, eine Werkzeugkiste rein, ein extra Schirm noch rein, vielleicht noch der Zeltboden rein und noch ein Sixer-Pack Wasser oder eine Isomatte, eine Luftmatratze, eine was weiß ich was. Aber dann hört es auch schon auf hier. Ansonsten muss alles im Wohnwagen, in den Schränken, in den Staukästen verstaut werden. Keine extra Garage zum Reingehen. An der Stelle sage ich schon eigentlich das, was du bei allen Sachen sagen könnte. Brauche ich diese große Heckgarage im Wohnmobil? Was haben wir da reingetan, was wir unbedingt brauchen auf einer Reise, worauf ich nicht verzichten könnte? Haben wir auf der Schwedenreise eine riesen Kühlbox dabei gehabt? Tiefkühlbox, Kühlschrankbox. Muss ich das unbedingt dabei haben? Muss ich so viel? Muss ich für 4 Wochen mich autark versorgen können? Weiß ich nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Mir fehlt schon ein bisschen zum Verstauen, aber unbedingt nötig habe ich die große Heckgarage jetzt nicht. Keine große Heckgarage heißt natürlich aber auch kein Fahrrad, was man einfach mal so reinstellen kann, weil auf jeder Reise habe ich zumindest mal ein Fahrrad dabei gehabt. Das habe ich jetzt nicht dabei. Idee wäre hier, Fahrradträger auf die Deichsel und dann 2 Kinderräder oder ein, ich habe ja noch so ein ganz neues, leichtes Carbon-Mountainbike. Hier vielleicht, damit die Achslast an der Deichsel nicht so hoch ist, 1-2 Fahrräder drauf. Dass man wenigstens halt noch 1-2 Fahrräder mitnehmen könnte. Zweite Sache, wenn ich schon mal hier bin, Deichselkasten. Im Wohnmobil haben wir 2 11 Kilo Gasflaschen mitgehabt. Das Schöne bei uns war, wir hatten eine Alu-Gas-Tankflasche. Hier haben wir jetzt, könnten wir auch 2 große mitnehmen, aber nichts mit Alu-Gas-Tankflasche ist hier installiert, sondern 2 normale Gasflaschen. Im Moment haben wir jetzt hier 2 kleine drin. Zum so Reisen jetzt oder für Sommerreisen, was wir machen, langt in meinen Augen das völlig mit einer 5 Kilo Gasflasche gerade zum Kochen. Also mehr braucht man hier nicht unbedingt. Im Wohnmobil haben wir es halt dabei gehabt. Heizung haben wir natürlich hier im Wohnwagen auch, allerdings keine alte Warmwasserheizung, sondern ganz normale Truma-Gebläseheizung. Eine Sache, die auch weniger hat als unsere Heizung im Wohnmobil, die konnte man über Strom betreiben. Die hier geht jetzt nur über Gas. Aber ich meine, bei den kälteren Tagen, wenn wir doch mal irgendwie im kalten Urlaub machen, kriegt man den Wohnwagen besser und gemütlicher eigentlich insgesamt gewärmt als im Wohnmobil. Da hatten wir immer das Problem übers Fahrerhaus, obwohl man das vorne zumachen konnte, aber da musste man Decken davor hängen und irgendwas dazwischen schieben, damit es abgedichtet ist. Da kam immer vom Fahrerhaus eine unheimliche Kälte rein.
Und der nächste Punkt gleich neben der Heizung ist natürlich der Kühlschrank. Ja, da dachten wir im Wohnmobil, da haben wir ja schon einen riesen Kühlschrank mit Gefrierfach und da haben wir immer noch zusätzlich eine Kühlbox mitgenommen, was ja völlig übertrieben ist. Das ist natürlich ein enormer Abstieg jetzt. Da bietet sich leider nur noch dieser Anblick hier, ein kleiner Kühlschrank. Die Literangaben, weiß nicht, ob ich die noch einblenden kann im Vergleich zu Wohnmobil. Ich glaube, das sind 160 oder 190 Liter. Was der hier hat, weiß ich jetzt gar nicht. Also da, wenn man den Kühlschrank hat, was habe ich zu meiner Frau gesagt? Es langt doch. Ja? Also ihr merkt schon bei vielen Sachen, ist es eine Frage, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Und hier sage ich mir, naja, ich kann 1, 2, 3 Getränkeflaschen reintun und eine Packung Milch. Ich kann die Wurstbox reintun. Ich kann ein bisschen Gemüse unten reintun. Die Butter, Marmeladenglas und vielleicht noch eine frische Sache zum Kochen und sowas. Und das muss reichen. Und da muss sich jeder die Frage stellen, reicht das für mich oder reicht es nicht? Und auch wir stellen uns natürlich diese Frage, reicht uns das oder nicht? Wir werden es sehen. Ja, ein ganz großes Manko ist natürlich auch, was haben wir im Wohnmobil? Alle Steckdosen sind angeschlossen über den Wechselrichter. 300 oder knapp 300 Amperestunden Batterien. Damit geht also dauerhaft alles. Dann haben wir noch auf dem Dach, darf ich natürlich auch nicht vergessen, 560 Watt Solar beim Wohnmobil gehabt. Da haben wir natürlich überhaupt keine Probleme. Was haben wir hier? Hier haben wir den Strom, Landstrom von außen. Mein Vater hat hier ohne Ende Steckdosen verbaut. Also wenn wir auf dem Campingplatz sind, so ist klar, logisch hat man da Landstrom und Strom, da langt's. Aber ansonsten ist da hinten eine Batterie drin, bei der ich bisher es noch nicht hingekriegt habe, die so zum Laufen zu kriegen, außer dass das Radio angeht, dass die auch versorgt den Aufbau mit den 12 Volt Sachen, die man hat. Da haben wir halt nichts. Ja? Also da haben wir diese eine, was heißt nichts? Also wir haben diese eine Batterie, die ich hoffentlich irgendwie zum Laufen kriege, dass die ein bisschen 12 Volt hat. Aber ansonsten können wir jetzt nicht irgendwie hier die Kaffeemaschine über den Stromanschluss benutzen oder den Föhn laufen lassen oder was man sonst vielleicht noch unbedingt bräuchte, wenn man im Urlaub unterwegs ist. Auch da muss man sich wieder fragen. Wir haben ja extra das mit der Batterie gemacht, mit der dicken Klimaanlage auf dem Dach, wegen Hund und Kindern. Ja, aber im Wohnwagen brauche ich jetzt in meinen Augen keine Klimaanlage wieder, weil wenn wir unterwegs sind und fahren und es wird heiß, sitzen wir im Auto und im Auto haben sowohl die Kinder als auch der Hund die Klimaanlage, die ja im Auto funktioniert. Ja, und Auto ist ganz klar der andere Punkt. Der wichtigste für mich ist eigentlich beim Wohnwagen mit Auto ziehen, die Sicherheit der Passagiere und vor allem der Kinder im Auto ist deutlich höher. Im Wohnmobil sitzen alle drei Kinder hinten. Hat man da mal einen Auffahrunfall oder eine andere Art von Unfall, aber wenn da ein LKW hinten reinrammelt, dann ist die Kiste halt Schrott und dann sind, ich will gar nicht drüber nachdenken, dann sind die Passagiere im Fahrerhaus vorne einigermaßen gesichert, aber die drei Kinder, die hinten im Aufbau sitzen, wollen wir nicht drüber nachdenken. Wohnwagenunfälle sind genauso schlimm, der Wohnwagen ist zerstört, aber wir sitzen ja alle im Auto. Und das Auto hat in meinen Augen eindeutig einen deutlich größeren Sicherheitsvorteil, wenn man auf Reisen unterwegs ist. Im Moment ist bei uns noch der Nachteil, dass der Hund im Auto ist. Da fehlt natürlich eine Menge Einlademöglichkeit, wenn man sonst mit Wohnwagen unterwegs ist im Auto, dass man hinten im Kofferraum noch eine Menge transportieren oder laden kann. Denn der Wohnwagen hat ja auch nur eine geringe Zulademöglichkeit. Das darf man auch nicht vergessen. Das sind bei uns, glaube ich, um die 250 Kilogramm, die ich noch zuladen kann. Und beim Wohnmobil, den wir aufgelastet haben, in unserem Falle auf 5,5 Tonnen, da haben wir ja fast eine Tonne Zulademöglichkeit. Ja? Also das ist was ganz anderes. Da muss man sich also deutlich beschränken. Vor allen Dingen wir in unserem Falle, weil wir einfach nichts in den Kofferraum laden können, weil der ist komplett voll mit einem dicken Neufundländer. Ja, was habe ich nicht gezeigt, was man so deutlich im Vergleich zeigen kann? Jetzt werden die meisten sagen, aber ich kann doch mit dem Wohnwagen nicht auf die Wohnmobilstellplätze fahren. Ja, natürlich ist es so. Also wer diese Art von Urlaub macht mit Wohnmobil und nur auf Wohnmobilstellplätzen unterwegs ist, weil es einfach besser passt, weil es schneller geht, weil es günstiger ist, was auch immer, völlig klar. Haben wir das aber immer gemacht, ist die Frage. Eigentlich sind wir meistens auf Campingplätzen unterwegs, zumindest in Deutschland, Frankreich. Warum?
weil wir nun mal drei Kinder in dem Alter haben, wo wir immer was suchen, dass ein größerer Abenteuerspielplatz vorhanden ist, dass ein Schwimmbad dabei ist, ein Freibad, eine Möglichkeit für Kinder, dass sie sich irgendwie beschäftigen können, ein Bolzplatz, das Ganze ein bisschen irgendwie eingezäunt oder sowas ist, dann ist Campingplatz für uns praktischer meistens. Natürlich haben wir auch oft freigestanden, aber wenn, dann meistens in den skandinavischen Ländern, in Schweden. Und da finden wir was auch in, auch mit Wohnwagen. Also uns sind so viele Leute in Schweden im Nationalpark, abseits sonst was hier und da auf Pisten begegnet, die haben den Wohnwagen einfach in einer Nebenstraße im Wald irgendwo abgestellt und da übernachtet und haben da ihren Urlaub so gestaltet. Und für uns in der Situation sind wir eigentlich eher, erst recht, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, ein bisschen älter sind, glaube ich, auf einem Campingplatz, wo jeder, wo einfach mal 2-3 Tage stehen. Wir haben unsere Ruhe, die Kinder können sich verziehen mit Freunden, verschiedene Möglichkeiten mit Tischtennis, Fußball, was man alles machen kann, auf dem Campingplatz. Und dann ist in unserer Variante mit den drei Kindern ist geschickter, als auf einem Wohnmobilstellplatz zu stehen, eng an eng, alles offen, keine Möglichkeit vorhanden, irgendwie für die Kinder was anderes zu machen. Und dann ist unpraktisch. Später bin ich mir sicher, würde ich irgendwann wieder zum Wohnmobil zurückkehren, weil das einfach auch mehr meine Art von Urlaub ist und Campingplatz. Also das sind so viele Überlegungen, die da drin stecken, aber das wollte ich auf jeden Fall nicht weglassen, auch in dem Video. Ich glaube, jetzt habt ihr einige bessere Einblicke bekommen in unsere Gedanken, was uns also bewegt, was wir für Überlegungen haben. Das ist also gar nicht der Unterschied oder der Vergleich zwischen Wohnwagen und Wohnmobil, sondern ganz klar kommt auch noch dazu, zwei Dinge in meinen Augen, die Situation, Anzahl Erwachsene, Anzahl Kinder, Alter der Kinder. Und dann zweitens die Art von Urlaub, die ich mache. In Deutschland, in Europa, mehr stehen, länger stehen, mehr reisen, täglich unterwegs sein. Und vielleicht noch so eine halb dritte Sache bei uns auch. Es kommt ja auch darauf an, welche Art von Wohnmobil ich habe. Wir haben halt mit Wohnmobil ein riesengroßes, schweres Schiff sozusagen. Ja. Also das macht es deutlich schwerer bei bestimmten Sachen, wenn man über 3,5 Tonnen ist sowieso. Sind ja aber einige von euch. Aber auch noch, wenn ich über 3,5 Tonnen bin und dann diese 5 oder bis 7,5 Tonnen habe, wie hoch bin ich? Kann ich mich gut abschleppen lassen? Da hatten wir auch schon mal hier oder da das ein oder andere Problem. Wenn ich über 3,20 Meter bin beim ADAC, da macht der Schluss. Brauche ich wieder eine extra Versicherung. Wenn ich mal irgendwo hängen bleibe, ist es ein Riesending, diese Riesenkiste abschleppen zu lassen. Und nicht nur mit Schaden, Unfall oder Abschleppen, sondern auch ganz normal einkaufen zu gehen, einfach mal irgendwo zu wenden und sowas, geht alles. Ist aber eine Herausforderung oder mehr eine Herausforderung, als wenn ich ein kleineres Wohnmobil habe und doch mal öfter hier und da eine Lücke finde zum Parken, zum Hinstellen, zum Übernachten. Es sind also ganz viele individuelle Beweggründe, deshalb möchte ich auch jetzt am Ende nicht irgendwie ins Video sagen, schreibt doch mal drunter, was bei euch so, oder schreibt einfach drunter vielleicht in dem Sinne, was ich vergessen habe, was euch noch auffällt. Oder von mir aus auch schreibt doch gerne drunter, warum ihr euch für Wohnwagen oder weg vom Wohnwagen hin zum Wohnmobil oder andersrum oder wie auch immer entschieden habt. Ich weiß, unseren Schritt verstehen die wenigsten. Warum zum Wohnmobil von dem Luxusteil zum Back to the Roots alten, unausgestatteten Wohnwagen? Kann ich aber voll mit leben. Ich finde es auch schön auf dem Campingplatz. Mit unserem Wohnmobil wurden wir immer angegafft. Oh, das war ein großes Ding. Oh, das ist aber ein tolles Teil und sonst was, ja. Jetzt mit Wohnwagen hier auf dem Campingplatz. Das erste Mal ist total angenehm, hier zu stehen. Und man wird überhaupt nicht so angeschaut. Das Ding ist so normal und unauffällig wie alle anderen Wohnwegen hier oder alle anderen in der Reihe, dass alle ganz normal vorbeigehen. Keiner guckt. Die meisten gucken maximal noch wegen diesem großen schwarzen Bären, der da vorm Wohnwagen liegt. Aber finde ich auch sehr angenehm. Also ich brauche diese Aufmerksamkeit gar nicht so sehr, da ständig so ein dickes, fettes Superteil da stehen zu haben.
Und unseres, da gibt es ja noch deutlich größere, um Himmels Willen, gell? Also da ist ja nach oben die Luft noch ganz, ganz, ganz weit vorhanden. Aber trotzdem war es immer auffällig mit unserem Wohnmobil. Ja, den Schritt gehe ich also, so wie es aussieht, gerne. Wieder ein bisschen mehr in Richtung, ja, Einfachheit. Weniger ist mehr, braucht nicht so viel, geht auch mal mit weniger. Das ist so unsere Tendenz, die es uns so hin verschlägt. Weil ja das Unverständnis doch von manchen da extrem vorhanden war. Damit kann ich voll leben. Und ja, wir gehen da unseren Weg, so wie wir das in der jetzigen Situation für richtig halten.